Hallo zusammen. Ich hoffe, jetzt läuft es ein bisschen flüssiger. Ich glaube, es war jetzt ein bisschen Gestotter, oder? So, wir spielen zusammen ein neues Spiel. Und zwar The Nightfall. Das kam jetzt ja am 12. raus. Und ich freue mich voll, das ist zu spielen. Wie ist die Lautstärke? Ist sie gut oder nicht? Hi Terry. Hi Manfred. Hallo Küpi. Jetzt müsst ihr mir nur sagen, wegen der Lautstärke. So, ein neues Spiel. Ist heute ein bisschen außerordentlich. Ich musste leider den Let's Eat Stream ausfallen lassen. Es tut mir total leid. Aber ich dachte mir, dann spiele ich so einfach für euch. Und. Hey Schatz, du scheinst noch unterwegs zu sein. Wenn du die Nachricht abhörst, bist du hoffentlich gut in unserem neuen Zuhause angekommen. Das meiste von unseren Möbeln sollte bereits an seinem Platz sein. Und um den Rest kümmern wir uns dann, sobald wir auch da sind. Die Kinder und ich können es kaum erwarten, dich morgen wiederzusehen. Ich hole die Kinder morgen direkt von der Schule ab und dann sind wir etwa 4 Stunden später bei dir. Ich hoffe, du bist nicht zu nervös wegen morgen und kannst diese Nacht gut schlafen. Ich versuche dich später nochmal anzurufen, um dir noch viel Glück für deinen ersten Arbeitstag morgen zu wünschen. Die Kinder und ich freuen uns schon auf morgen. Bis später, wir lieben dich. Nightfall. Genau, und ich dachte mir, ich möchte unbedingt das Spiel spielen und dadurch, dass es letztendlich jetzt ausgefallen ist, dachte ich, können wir da doch einfach außerordentlich mal ein Streamchen machen dann noch, ein Spielestream und spielen den Nightfall. Wir sind eine Frau, wir haben, was ich weiß von dem Spiel, wir haben ein Haus gekauft. Und ich bin schon mal vorgefahren und mein Mann, wie schon jetzt gerade gesagt, und die Kinder kommen morgen nach. Und ich glaube, die erste Nacht läuft nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bin gespannt. Außerordentlich ist auch gut. Das ist doch schön, Terry. Ja. Das ist schön. So, Loading, Loading. Aber schon ein richtig geiles Bild eigentlich, ne? Es ist 20 Uhr, noch 10 Stunden bis Tagesanbruch. Willkommen im Spiel The Nightfall. Ich bin noch so satt von gestern. Benutze die Tasten WASD, um dich zu bewegen, die Maus, um dich umzusehen. Okay, willkommen. Mit der Umschalttaste können wir sprinten. Müssen wir denn sprinten? Wow. Willkommen in unserem neuen Zuhause. Okay, wir können nicht mal raus. Die Nachbarn scheinen auch alle schon zu schlafen. Antipasti, aber so lecker. Oh. So, jetzt schauen wir mal, ob wir überhaupt Licht anmachen können. Da sind unsere Koffer schon mal. Schaut eigentlich gar nicht so aus, als ob er einen Schlüssel erhalten. Es erinnert mich wirklich, es ist wirklich so ein bisschen wie Obscuritas, ne? Aber sehr cool. Schaut schon sehr bewohnt aus. Ich weiß gar nicht, was wir alles machen müssen. Das erinnert mich wirklich. Ich brauche zunächst eine Taschenlampe. Okay. Die holen wir ja dann. Große, große. Ich schaue mich jetzt mal um. Ich glaube, ich würde ja einfach jetzt mal einfach schlafen gehen. Schau mal. Es kann ja gar nicht sein, dass wir so frisch angezogen sind. Sherlock Holmes. Oder die Möbelpacker haben volle Arbeit geleistet. Brauche ein Spielmodul, um es zu benutzen. Diese Stimme übrigens gehört der lieben Ero Shiva, falls die niemand, keiner, jemand nicht kennt, können wir vielleicht auch mal den Link reinposten. Können wir alles aufmachen, guck an. Du kannst Kerzen, kannst du einen Kerzenleuchter einsetzen.
Wo ist ein Kerzenleuchter? Wie ruckelt das ein bisschen? Kann das sein? Hier ich zum Beispiel. Ich benötige Streichhölzer, wenn ich das anzünden möchte. Ne, die haben wir noch nicht. Okay. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um das Inventar aufzurufen. Bewege die Maus, um den Gegenstand aufzurufen. Okay, ich kann wahrscheinlich eh noch nicht wirklich was machen, weil ich nur einen Gegenstand habe. Sollte von unten anfangen. Ich brauche ein Spielmodul, um es zu benutzen. Kann ich da irgendwas... Ich brauche ein Spielmodul, um es zu benutzen. Okay. Achso, wir können auch mal das Licht... Achso, das war schon an. Dass mal alles dunkel ist. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Soll vielleicht auch mal alles wieder zumachen oder einfach so offen stehen lassen. So. Das ist ja nämlich wirklich voll an Obscurity. Das ist ein sehr hübsches Bild. Hübsches Kleid. Wunderschön. Mal die Maustaste drücken. Gewöhnungssache. Wenn ich was aufmachen möchte, aber. So, Kerzen. Streichhölzer brauchen wir auch noch unbedingt. Ach, guck an, wir können das Fenster aufmachen. Das finde ich aber gruselig. Nee, machen wir wieder zu. Oder sollen wir ganz aufmachen? Können wir rüberhüpfen? Nee. Oh, das finde ich aber gruselig. Marcel, hi. Twitchling, Twitterling. Das ist egal. YouTube kannst du auch, da hat sie auch die Folgen hochgeladen. Oh, creepy. Alles Gute nachträglich. Alles Gute nachträglich. Ich hoffe, du hast dann schön gefeiert. Und lang gefeiert. Kann doch die bestimmt draußen anhören. Ich benötige Streichhölzer, wenn ich das anzünden möchte. Ich benötige Streichhölzer, wenn ich das anzünden möchte. Aber ich kann doch erstmal die Kerzen darauf daran machen, ich oder? Ich brauche ein Spielmodul, um es zu benutzen. Da habe ich es auch noch nicht. Ah, guck an. Nein, 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 nein! Nimm sie. Können wir die jetzt mal. Ich schau mal, ob wir die anhören können. Ne? Geh rüber. Hallo. Hey Schatz, du scheinst noch unterwegs zu sein. Wenn du die Nachricht abhörst, bist du hoffentlich gut in unserem neuen Zuhause angekommen. Kann ich die das nutzen? Das meiste von unseren Möbeln sollte bereits an seinem Platz sein. Und um den Rest kümmern wir uns dann, sobald wir auch da sind. Die Kinder und ich können es kaum erwarten, dich morgen wiederzusehen. Ich hole die Kinder morgen direkt von der Schule ab. Und dann sind wir etwa 4 Stunden später bei dir. Ich hoffe, du bist nicht zu nervös wegen morgen und kannst diese Nacht gut schlafen. Ich versuche dich später nochmal anzurufen, um dir noch viel Glück für deinen ersten Arbeitstag morgen zu wünschen. Die Kinder und ich freuen uns schon auf morgen. Bis später. Wir lieben dich. Sushi-Kurs, das ist sehr, sehr cool, creepy. So, jetzt gehen wir mal darüber. Irgendwie kann ich das nicht, ich dachte eigentlich schon, dass ich das anmachen oder beziehungsweise da die Kassetten reintun kann. Kassetten! Kennen wahrscheinlich die Jugend heutzutage gar nicht mehr, oder? Geil. So, was haben wir hier noch? Ich benötige Streichhölzer, wenn ich das anzünden möchte. Mal schauen, ob auch das... Oh, hältst du mal auf leicht gestellt, kommt. Oh, krass. Es kann auch gar nicht sein, dass wir so neu hier eingezogen sind.
möchte das alles anhören. Ich möchte. Mach mal unten erstmal alles fertig. Schuhe. Ist auch wieder so ein Riesenhaus. Braucht zunächst eine Taschenlampe. Wo ist die Taschenlampe? Ich habe gar kein Spiegelbild. Entweder bin ich ein Vampir. Oder die Performance der Engine hat es einfach nicht hergegeben. Aber ich habe doch noch gar nicht reingeguckt. So, stimmt. Ich habe gar kein Spiegelbild. Sollte nicht eigentlich das Let's Eat sein, kann ich mich auch in... Ja, Chrissy, da hast du recht, aber ich habe es leider verschoben. Also ich habe es, ja, abgesagt. Ich war die Böse. Schaut gerne mal bei der werten Dame im Spiel vorbei. Das Spiel ist ja, genau. In meinem Fall vergessen wir es wirklich so. Spontan umgeändert, ja, sehr spontan umgeändert. Wobei ich habe gemeint, dass sie ja ruhig irgendwas spielen, Activity spielen können oder wie auch immer. Was machen können, aber. Hä? Warum drücke ich da? Was ist das denn? Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. So, Badewanne. Hey, habt ihr euch das Haus schon mal angeschaut eigentlich davor? Aber es ist cool, dass man so viele Sachen machen kann. Passiert da irgendwas? Irgendwas am Spiegel oder so? Nee. Geil. Nochmal Seife. Kein Schaumbad. Okay.